Es fing eigentlich an mit Lektüre von Büchern, die Werner von Braun geschrieben hat. Man kommt zu solchen Dingen sehr langsam. Soll ich lieber Astronaut werden oder lieber Raketeningenieur? Herr Kaiser, Sie und Ihre Kollegen sind also die Werner von Brauns von morgen. Das war damals Aufbruchsstimmung. Und in diese Aufbruchsstimmung hinein mit den Amerikanern und Russen kam die Nachricht, da gibt es eine kleine Firma, die entwickeln eigene Raketen. Das fand ich faszinierend. Wer gründet die BOTRAG? Orbital Transport- und Raketenaktiengesellschaft. Wir können also mit demselben Einzelbauteil kleine, mittlere und sehr große Raketen bauen. Das war unsere Philosophie. Nicht Hightech, sondern Low Cost. Die nächste Stufe war die Flugerprobung, die wir nicht in Deutschland durchführen konnten. Innerhalb weniger Wochen haben wir einen Vertrag geschlossen zwischen der OTRAG und dem Staat Zaire. Und damals hat man halt so schon mal auf Karte geguckt, wo ist denn das überhaupt, wo kommst du denn da überhaupt? No. Der Vertrag, unbeschränkte Nutzung eines Territoriums von 100.000 Quadratkilometern, vergleichbar die Fläche der damaligen DDR. Für mich war es reines Abenteuer. Rumble in the Jungle.